Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie die Realität so ein bisschen verloren wird zu, nein, jeder ist gut, wie er ist, aber das Thema Gesundheit ist ja was ganz anderes als das Thema Wohlfühlen. Ja, Ja? absolut. Und genau, es würde mich mal interessieren, wie so deine Sicht auf diese Bewegung ist, die sehr emotional ist, wie ich finde. Ja, wir brauchen ja immer Vorbilder, ne? Als ich kleiner Junge war, da habe ich mir meine Vorbilder im Sport gesucht und dann habe ich diesen Vorbildern nachgeeifert. So ist es ja mit Germany's Next Topmodel. Ich könnte jetzt vieles nennen in dem Bereich. Aber nicht jeder Mensch kommt so auf die Welt wie du. Ja, und ist dann auch so entsprechend bewegungsmotiviert und hat Lust auf Krafttraining und so weiter. Wenn wir uns in Afrika umschauen, ja, ich bin häufiger in Afrika, dann sehen wir dort sehr korpulente Frauen, ja, die super zufrieden sind. Die haben mit sich und ihrem Körper kein Problem. Dann gibt es ja sehr schlanke Frauen, die auch kein Problem haben, weil die sich über ihren Körper gar keine Gedanken machen. Es gibt andere Schönheitsideale. Zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern müssen die Frauen sehr, sehr übergewichtig und korpulent sein, sonst sind sie für die Männer überhaupt nicht attraktiv. Ja, spannend. Ja, also das hat sehr viel Kulturelles. Und natürlich durch unsere Medien, durch unser Medienkonsum hat sich da natürlich so ein Idealbild entwickelt, was für viele Frauen und Männer natürlich auch zu Frustration wird, weil man jetzt Vorbildern nacheifert, die man auch eigentlich mit seiner Konstitution gar nicht erreichen kann. So von daher dieses Abkoppeln von irgendwelchen Idealen, Gesellschaftsidealen, ist schon mal der erste Punkt, wieder zurück zu sich selbst kommen. Was sind denn meine persönlichen Voraussetzungen? Wir kommen aus dem Sport. Wir haben unsere Grenzen auch ausgelebt, ja, und haben irgendwann gesehen, ich zum Beispiel in meinem Sport habe irgendwann gesehen, dass ich nicht mehr weiterkomme. Ich kann jetzt noch 15 Mal mehr trainieren in der Woche und ich werde nicht mehr besser. Ich schaffe diese letzte Stufe, wo ich eigentlich immer hin wollte, schaffe ich nicht. So, und das zu akzeptieren und zu sagen, okay, aber ich habe noch andere Fähigkeiten, ich kann mich woanders ausprobieren, ich kann wieder was Neues anfangen. So, das ist natürlich eine mentale Fähigkeit, das eine so ein bisschen hinter sich zu lassen und das Neue wieder beginnen zu lassen. Ja, und das haben wir ja mit unserem Körper eben auch, dass wir eben ja Sportarten finden, die zu uns passen, dass wir ein Körpergewicht finden, was zu uns passt, dass wir jetzt nicht uns, ja, gesundheitsphysiologisch so herunterhungern, um irgendwelchen, ja, Vorbildern nachzueifern, was dann aber am Ende gesundheitswissenschaftlich betrachtet kritisch wird, ja, weil wir dann Mangelzustände entwickeln, etc.